Nein, du brauchst keine Angst haben. Wir schaffen, wir haben schon alles geschafft. Auch mit deinen großen Füßen. Du bleibst jetzt hier. Ach so, hallo. Ja, also wir sind auf jeden Fall beeindruckt. Und zwar so sehr, dass Tanztab hier das erste Mal flüchten möchte. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Also, Square Dance wollen wir heute tanzen. Warum heißt der Square Dance denn überhaupt Square Dance? Wenn du das gesehen hast, was wir gemacht haben, stehen vier Paare in einem Quadrat. Quadrat heißt auf Englisch Square. Und deswegen heißt das Ding Square Dance. Ist das eine Choreografie, die ihr vorher einstudiert habt? Nein. Das ist eine Choreografie, die fällt mir im Kopf ein. Irgendwann während des Tanzens. Ich dachte, du bist einfach nur der Sänger, der heute hier dabei war. Nein, ich bin derjenige, der den Tänzern das Tanzen beibringt und der ihnen dann sagt, was sie tanzen sollen. Wenn ich jetzt überlege, ich fahre jetzt nach Texas in Urlaub und gehe mit meinem Partner, mit dem ich schon seit mehreren Jahren Square Dance tanze, in ein Lokal und die machen das Square Dance, dann kann ich da mittanzen? Kannst du auf der ganzen Welt mittanzen. Das ist ja ein Ding. Guck mal, Tanztab hier ist doch super, oder? Da können wir überall mittanzen, mit jedem. Auf der ganzen Welt können wir Square Dance machen. Jetzt müssen wir das nur noch lernen. Wie viele verschiedene Figuren gibt es? Ich sag mal, um überall mittanzen zu können, bräuchtest du 68 Figuren. 68? Ja. Das ist überschaubar. Ich lerne heute vielleicht eine oder zwei oder drei. Wollen wir mal anfangen? Wir stehen jetzt in einem Square. Das seht ihr. Vier Paare, jeweils zwei gegenüber. Und die erste Figur, die ich euch zeigen möchte, ist eigentlich eine sehr einfache Figur. Da geht es nämlich nur nach links oder nach rechts. Und damit wir das nicht einfach so alleine machen, gibt es ein Kommando, das nennt sich Join Your Hands. Damit geben wir uns die Hand. Und das Kommando zum Laufen heißt Circle to the Left. Das heißt, wir laufen dann einfach nach links. Go! Sehr schön. Die zweite Figur heißt Circle to the Right. Das geht nach rechts. Und jetzt machen wir Folgendes. Lassen wir die Hände los, schauen einfach unseren Partner an. Und jetzt gehen wir alle einen kleinen Schritt nach links. Nur einen kleinen Sidestep nach links. Jawohl. Und jetzt gehen wir zwei, drei Schritte nach vorne. Eins, zwei. Und jetzt gehen wir einen Schritt nach rechts. Und gehen zwei Schritte zurück. Eins, zwei. Und wieder einen kleinen Schritt nach links. Und dann stehen wir wieder vor unserem Partner. Ja? Und das ist schon unsere dritte Figur. Die nennt sich Do-Si-Do. Ja? Und das ist die Dame, die auf der anderen Seite von der Ecke steht. Wenn wir uns jetzt zu der hindrehen, können wir auch mit ihr einen Do-Si-Do machen. Geht genau so, auf geht's. Einen Schritt nach rechts, zwei Schritte nach vorne, Rücken an Rücken, zwei Schritte zurück und einen Schritt nach links. Und dann schauen wir uns den Corner an. Join hands, circle to the left, go. Super schaut es aus. Circle to the right, das ist die andere Richtung. Circle to the left, circle to the right, circle left, circle right. Und was passiert? Super geht es, hä? Circle to the left, go. Do side of your corner. You turn back to your partner, do side do. Back home and then when you're home. Okay. Habt ihr super gemacht. Die hat Spaß gemacht. Was? Nein, ich glaube, das ist keine gute Idee. Nee, lieber, also, Tommy. Ja? Also, Oh, oh,